Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu diesem wunderbaren Spiel Final Fantasy X-2. Gravitas-Ring erhalten. Habe ich jetzt das Monster hier drin getötet? Ja, oder? Errungenschaften. Salamander besiegt. Ja. Was macht der Gravitas-Ring eigentlich? Verändert Gewichtsschäden. Zauber Gravitas. Doppelte MP-Zufuhr erhöht die Zauberwirkung. Angriff plus 10 verändert Stumm. Monsterschreck. Fast keine Feindkontakte mehr. Ja, das wäre nice. Verändert 0 XP. Angriff Abwehr plus 10, das ist auch gut. MP plus 40%, Abwehr plus 20. Gewicht war Eisenreif. Und natürlich mal wieder mitten im Flug ein Feinkontakt. Schwarzmagie, Feuer. Ja, du kriegst ihn so viel da rein. Und Feuer. Ihr dunkle Macht. Schwarzmagie Feuer. Und noch eine dunkle Macht. My pain is your pain. Hello Pain. Vita auf Riku. Das ist das einzig Gute an diesem Kampfsystem, dass es Vita nochmal durchgeht. So, dann nehme ich hier noch die Kiste mit. Elixier erhalten. No problem. No problem, sagst du. Okay, dass das auf die gesamte Gruppe geht, das ist gut. Angriff. Auf den Falschen. Ah, Riku ist blind. Medica. Auf Yuna. Perk up now. Medica auf Riku. My pain is your pain. Feurer. Auf diese kleine Kanalradion. Engel auf Yuna. Riku wird dann auch zur Weißmagierin. Gesundheit. Gesundheit. Riku wird zur Schützin.
Items. Phönixfeder auf Yuna. Natürlich ist Pain jetzt tot. So, Phönixfeder auf Pain. Items. Ah ne, Yuna wird zu Weißmagierin. Gesundheit. Schießerei. Auf ihn. So. Dann darf Pain jetzt wieder kämpfen. Wow. Ach Gott, das Spiel nervt mich gerade einfach nur noch. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal durchspielen will. Weil diese Kacke nervt mich einfach nur. So. Dann gebe ich hier noch eine Potion aus. Das ist unglaublich, wie mich ein Spiel so aufregen kann. Und es ist nicht mal Dark Souls. Es ist Final Fantasy. Ich liebe Final Fantasy Spiele, ja. Deswegen finde ich das halt übel krass, wie mich das wahnsinnig macht. Cold spell coming. So, Eis. Natürlich Feuer. Wäre sonst auch langweilig. Oh Gott, das macht mich irre, dieses Spiel. Ein Hinterhalt natürlich. So, Schwarzmagie, Feuer. So, zum Glück kann ich gegenbeten. Ansonsten wäre das noch ätzender. Und zum Glück kann man auch ohne Mana beten. Kugelhagel Level 2 erlernt. Geht doch. Jetzt lass mich bitte raus hier.
Juhu! We're landing. If we cram any more people on board, this thing is gonna fall out of the sky. Oh, Gott sei Dank, ey. Oh. Mission abgeschlossen. Wo ist der Speicher, Spero? Da. Gott, ey. Hey, we brought in people from New Yevon and the Youth League. They're all outside on the concert grounds. Okay. I hope our audience behaves long enough to listen. One thing worries me. The two groups are already locking horns. With their leaders gone and everything, people are just a little bit edgy. Hey, the crowd is acting kind of funny. Let me pull the video up. Uh-oh, this could get messy. No kidding. The two groups have been bumping heads since they got on the airship. Yeah, looks like they're itching to start something. I'll pick up the audio. The Yevonites are here too? How am I supposed to enjoy the concert with them stinking up the air? Hey, you Youth League dogs will never be worthy of hearing the High Summoner sing. If the Praetor were here, he'd never let these maggots walk around spouting their nonsense. What I want to know is, where'd Nuge go? It's his fault that Spear is falling apart. What kind of leader abandons his people when they need him most? Don't they ever stop? Seriously? Well, Yuna, you're the one who wanted to do something. Yeah, but... Right? So let's do something. Right! Let's do it! Oh, catastrophic catastrophe! Dear me, what or whatever should I do? The spectators are making a spectacle! I don't even want to speculate! Please, do something, Yuna! Leave it to us! Leave it to us, jawohl. Noch mehr kaputte, um die ich mich kümmern muss. Dann schauen wir mal. Aus dem Weg, ihr beiden. Na. Wieso kann ich nicht aufs Oberdeck? Muss ich hier irgendwas machen? Nee. Muss ich in Maschinenraum? Aber aufs Oberdeck kann ich nicht. Oh, ich hab die Kisten mal vergessen. Ups, scheiße. Oh, da ist halt echt gutes Zeug drin. Okay, da muss ich nicht hin. Hä, wo muss ich denn jetzt hin? Das ist halt auch so eine Kacke. Ich weiß halt nicht, wo du hin musst. So, ja, die spielen verrückt. Okay, liebe Toas, aufs Oberdeck komme ich nicht. Da, wo sie sich zanken. Ja, wo soll ich das Konzert machen? Wo soll ich hin? Sphere Screen Calibration. Mit wem muss ich reden? I hope it doesn't get violent out there.
Ah, danke. One thousand years ago, before the time of sin, Spira was torn in two, divided by a terrible war. This was Spira's great mistake. Out of the rift left by this terrible conflict, sin was born. In only two short years, Spira has shaken off its unhappy past. We have moved on. Now, Spira grows brighter with each passing day. That light is our strength. I don't want to see it fade. Do you? There are so many of us, each with different ideas and different beliefs. Of course, we sometimes disagree, and arguments will happen. But our hearts can and should always be one. Believe with me. Even if we are torn apart, our feelings will unite us. That is what this song is about. Muss ich jetzt wieder dieses Popstar-Spiel spielen? Nee. Cutscene. I cried my eyes.
Yuna. I'm all right. I'm fine, really. It's past now. What did Shinra say? He said it might be some kind of, interference with the sphere waves? Yuni's dress sphere and the sphere screen reacted with each other and, the consciousness burned into the dress sphere was projected onto the screen, or something like that. Okay, but that doesn't explain why it happened. When I asked, he said, I'm only a kid. Ugh. It's Len. I was singing her feelings. During the song, I could feel them welling up inside until they just burst. So the people we saw were Len and Shuyin? Everyone's waiting. Let's go. Okay, das war jetzt wirklich gut. Also, ja, das 10-2 lässt mich mit gemischten Gefühlen zurück. Das Kampfsystem ist halt ultra mies. Die Story ist aber dafür wieder gut. Ist halt eine Final Fantasy Story, ne? Das ist kompliziert. Gut, aber damit entlasse ich euch heute aus der heutigen Folge. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.